Und damit willkommen zurück zu Let's Play Heroes of Might and Magic 5. Wir sollten anfangen, langsam mal zu spielen. Mission 1, die Königin. Die Nachricht von der Invasion der Dämonen hat allgemein für gedrückte Stimmung im Greifenimperium gesorgt. König Nikolai musste seine Braut vor dem Altar zurücklassen und zur Front eilen, um seine Ritter in die Schlacht zu führen. Während Lady Isabel voller Unruhe in der Sicherheit des Sommerpalastes in Weißenfels wartet, erhält sie unfrohe Kunde. Die Szenarien haben alle so einen kleinen Intro-Satz, oder so eine kleine Intro-Geschichte. Und wir drücken eine beliebige Taste. Ich nehme einfach mal die Maustaste und los geht's. Die unfrohe Kunde. Ihr benehmt euch recht seltsam, Beatrice. Fühlt ihr euch wohl? Ich? Ach, ich habe wohl Heimweh. Bin gereizt und langweile mich. Es mag langweilig sein, aber wenigstens ist der Krieg fern. Nicht mehr lange. Am Morgen ist wieder ein Bote eingetroffen. Die Dämonen haben Hartburg und Dornweiler erobert. Entweder wir ziehen in den Krieg, oder der Krieg kommt zu uns. Neuigkeiten von Nikolai? Es geht ihm gut, aber, Milady, er ist jung und noch unsicher. Es wäre ihm zu peinlich, um Hilfe zu bitten. Jedenfalls hat er uns verboten zu gehen. Und wir werden gehorchen. Jung oder nicht, er ist der König. Ihr wurdet hierher befohlen, und ich soll euch beschützen. Es ist ganz einfach. Aber das Imperium ist in Gefahr. Sollten wir nicht etwas unternehmen? Warum war Nikolai nur so dagegen, die Elfen und die Magier um Hilfe zu bitten? Oder die Zwerge? Die Zwerge haben uns letztes Mal nicht geholfen und werden es diesmal auch nicht tun. Die Elfen erholen sich noch vom letzten Krieg. Die Magier? Gotteslästerer! Angeführt von Cyrus, einem Mann mit dem Wahn, göttergleich zu sein. Außerdem, Nikolai hat nicht vergessen, dass Alaron und Cyrus lebend aus dem Krieg der Sonnenfinsternis heimgekehrt sind, sein eigener Vater aber nicht. Trotzdem, wenn er hier wäre, hätte er vielleicht andere Befehle für uns. Vielleicht, falls es wirklich so schlimm ist. Wieder zwei Städte, Godric. Wie schlimm muss es werden? Bitte, Godric, wenn ihr ihn auch nicht mögt, verständigt Cyrus dennoch. Ihre Magie würde uns eine große Hilfe gegen die Dämonen sein. In euren Worten liegt Weisheit.
Aber dieser Cyrus und die Befehle des Königs. Für das Imperium, Godric, das größer ist als jeder König, sogar größer als der, den wir so innig lieben. Wie ihr wünscht, Milady. Lang lebe der Greif! Und was ist mit uns? Sollen wir die Elfen benachrichtigen? Das solltet ihr. Ihr besitzt genug Klugheit, um mit Alaron zu verhandeln und seid geübt in der Kunst der Diplomatie. Was mich betrifft, ich habe mich in einem Feldlager schon immer wohler gefühlt als bei Hof. Aber wir könnten gemeinsam gehen. Ich? Nach Irolan? Beatrice, ihr überrascht mich. Im Kloster kannte eure Furcht um mich noch keine Grenzen. Dann bleibt ihr also hier? Auf keinen Fall. Ich werde eine Bürgerwehr aufstellen. Das entspricht eher meinen Talenten. Das ist zu gefährlich. Ich werde im Herzen des Greifenimperiums von Soldaten umgeben sein. Sicherer als anderswo, würde ich meinen. Wie meine Königin befiehlt. Geht rasch. Ihr werdet mich irgendwo zwischen hier und dem Schlachtfeld wiederfinden. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf. So. Jetzt kann ich auch wieder was sagen. Wir haben einen kurzen Kampf gesehen. Wir haben neue Ziele. Mal sehen, was unsere Ziele sind. Das haben wir schon. Wir sollen 100 Bauern anwerben. 25 Fußsoldaten anwerben und das ist in den meisten Szenarien so unser Hauptheld, das ist der Held, mit dem wir das Szenario beginnen, hat das ganze Ding zu überleben. Mein Wegweiser, dahin, das Mondtal. Wunderbar. Das ist also unser Heldenbildschirm, wir haben hier die Ressourcen, hier unser Held, die Helden haben auch immer eine kurze Hintergrundgeschichte. Als einziges Kind der Herrscherfamilie des Windhund-Herzogtums ist Isabel isoliert und umgeben von Kindermädchen und Bediensteten aufgewachsen. Nun, da der Krieg begonnen hat, verspürt die junge Königin den Drang, dem Imperium zu helfen. Ganz ihren Zielen verschrieben schöpft Isabel die wenigen Dinge, die sie in die Waagschale werfen kann, ihr Vermögen und ihre Herkunft, ohne jedes Zögern aus. Das Wichtige hier ist um die Spezialisierung des Helden. Dieser Held gibt uns 200 Goldstücke pro Tag, was gar nicht mal schlecht ist, und bekommt einen Nachlass von 2% pro Stufe auf die Ausbildung in den Zufluchtstätten. Ich muss zugeben, Ritter sind nicht ganz meine Lieblingsklasse hier, einfach weil die Spezialfähigkeit, die wir hier noch nicht sehen, Gegenschlag, hier sehen wir schon die gerechte Strafe, hat ein Problem, und zwar basiert, ich baue daraus nicht gerne meine Strategie auf, weil sie einfach erfordert, dass man angegriffen wird, und das ist eigentlich was man um Himmels Willen vermeiden möchte. Wie auch immer, wir würden einfach mal die Bauern hier angreifen. Das kann vorkommen, wenn man kämpft. Kreaturen können sich anschließen wollen, das kostet uns dann nichts. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, gibst du uns halt eine Menge Gold, dann spielen wir bei dir mit, ansonsten wird gekämpft. Wir nehmen die einfach mal an, wir sollen ja immerhin 100 Bauern anwerben. Das ist unsere Armee, wir haben hier einen Junker, 3 Fußsoldaten und diese 7 Bauern, die wir gerade bekommen haben. Ich ordne die mal kurz um. So. Wir laufen einfach mal weiter und folgen diesem wunderbaren Weg. Wie gesagt, ich würde versuchen, das erste Szenario in einem Video abzuhandeln. Oh, da liegt Gold. Wir haben keine Bewegungspunkte mehr, das heißt, wir beenden den Zug. Das ist in diesem Szenario noch relativ egal. Ich glaube, Zeit spielt momentan keine Rolle. Später gibt es auch Missionen, in denen wir in einer gewissen Zeit ein gewisses Ziel erreichen müssen. Ich glaube, hier schließt sich uns noch alles an, deswegen würde ich diese Fußsoldaten einfach mal angreifen. Die sind hier, glaube ich, auch noch geskriptet, dass sie sich einem anschließen. So, die Woche des Bibers, die nehmen wir auch. Die Woche des Bibers hat erstmal soweit nichts zu sagen. Außer, dass es keine gute Woche für Bäume ist. Es gibt Wochen, die sind in der Hinsicht etwas interessanter. Ja, so knapp. Okay, wir beenden den Zug und nehmen uns dann das Gold mit. Drehen mal kurz, keine Sache, dass hier noch irgendwas liegt.
So, hier haben wir eine Kaserne, die nehmen wir auch mit. Das Schöne ist, mit einem Rechtsklick auf die meisten Sachen sieht man, was die eigentlich machen. Wir nehmen alle Fußsoldaten mit. Hier sehen wir, es sind 0 von 10 Kreaturen da. Kreaturen werden jede Woche quasi aufgefüllt. Wichtig ist, die Stufe 1 Kreaturen, also Bauern, kosten nichts, die schließen sich kostenlos an. Stufe 1 Kreaturen, also Fußsoldaten in dem Fall, kosten dann schon eher was. Ist jetzt nicht allzu viel, aber sie kosten halt was. Und